Am Anfang haben wir mit Google Earth gearbeitet. Wir haben via Suchfeld ein Ort eingegeben, zum Beispiel Thusis. Schwupps. Und wir haben die Orte gefunden. Dann haben wir gesehen, dass das ein gutes Programm ist, um Bewegungen im Computer zu üben. Mit Cursor-Pfeil, also Klick auf die Karte. Mit Cursor-Pfeilen konnten wir nach links und rechts schieben. Mit Plus- und Minustaste konnten wir immer vergrößern und verkleinern. Selbstverständlich, das geht auch mit Scroll-Taste drehen, verkleinern, vergrößern. Mit Drücken, Halten, linke Maustaste und Ziehen verschieben wir das Ganze. Dann haben wir bemerkt, dass wenn wir Migros zum Beispiel anschauen wollen in Thusis, Klick, das Männchen und da vor Migros platzieren. Und jetzt sehen wir Migros-Restaurant hierher, gell? Da könnten wir uns umdrehen, ich drücke, halte, fahre, aufs Rondo fahren und dann beginnt eine von spannendsten Straßen der Schweiz, finde ich, Via Mala, geht da weiter. Gell? Haben wir ge gesehen, dass das machbar ist. Mit Klick auf Street View beenden, bumm, waren wir wieder mal über den Wolken. Dann haben wir bemerkt, dass wir auch im Internet so etwas machen könnten. Allerdings im Internet, wir haben jeweils Fahrzeit-Wettingen, Thusis gemacht und wir haben auf der Karte gesehen, wie wir fahren müssen und wir haben die Fahrzeit und Distanz gehabt. Und mit diesen Fahrzeiten und Distanzen, da konnten wir etwas anfangen. Wir haben Excel gestartet. Ich vergrößere jetzt Zoom-Darstellung, damit ich besser sehe. Wir haben Start gemacht. Wir haben geschrieben, von Wettingen fahre ich nach Thusis. Von Thusis fahre ich nach Porlezza. Von Porlezza fahre ich nach Dorf Tirol. Und von dort fahre ich nach Gargellen. Ich hoffe, ich schreibe das richtig, Gargellen. Und von Gargellen fahre ich zurück. Machen wir noch Vaduz. Damit international das Ganze wird. Ha? Noch international. Und dann haben wir geschrieben Ziel. Und jetzt beim Ziel haben wir nicht mehr nicht noch einmal Thusis, Porlezza und Dorf Tirol schreiben wollen. Wir haben nur Gleichzeichen gemacht und mit der Maus haben wir gesagt, schau mal, ich brauche hier Thusis. Enter. Ich brauche hier Porlezza. Enter. Und dann Dorf Tirol. Enter. Gargellen. Ich bin nicht sicher, wie man einen Gargellen schreibt. Schauen wir schnell nach. Dorf Tirol. Doch mit einem L? Sehen Sie mal, und jetzt findet das nicht, wird nicht gefunden. Darum gehe ich auf die Karte. Und jetzt habe ich die Strecke. Manchmal findet Internet nicht direkt, also Google nicht direkt, muss ich via Karten gehen. Gargellen mit 2 L. Okay, korrigiere ich. Klick, klick. Und jetzt schauen Sie mal, weil ich da Übernahme gemacht habe, ich muss nur die ursprüngliche Ortschaft korrigieren. L, Enter und Übernahme wird sich automatisch anpassen. Vaduz und ab nach Hause. Zack, pack.
Und wenn ich jetzt da Distanzen Fahrzeit, wenn ich da mache, also ich schreibe jetzt irgendeine Zahl, das muss überhaupt nicht stimmen. Ja, 120 Kilometer, denke ich. Und dann sind eine Stunde und 15 Minuten vielleicht. Zwei Stunden. Und jetzt Zeitangaben haben wir immer mit Doppelpunkt gemacht, damit der Computer sieht, aha, das ist die Zeit. Das ist ein Zeitwert. Porlezza Dorf Tirol, das kann relativ lange gehen über die Berge. Huh? Dito Gargellen. Das ist am Ende der Welt. So quasi. Schmugglerstraße inklusive. Und da eine Stunde. Eine Stunde, fünf Minuten. Und dann haben wir noch Folgendes gemacht. Wir haben Position bezogen. Wir haben Autosumme angeklickt. Und der Computer hat einen Vorschlag gemacht, er will Summe automatisch, Gleichzeichen heißt automatisch, eine Summe machen aus dem Bereich C2, C8. Wenn Bereich passt, kann ich auf Enter drücken, wenn es nicht passt, ich markiere selbst und drücke an Enter. Das gleiche passiert mit der Zeit. Auf Autosumme gehen, korrekt markieren, Enter drücken. Und wir haben es. Wir haben allerdings da ein kleines Problem gehabt. Ich erhöhe jetzt meine Fahrzeit hier auf 14 Stunden, damit ich über 24 Stunden Grenze gehe. Und bei Werten über 24 Stunden, ich denke, das sollten 27 Stunden sein, da muss ich Hokuspokus mit Formatierung machen. Ich klicke oder markiere die Zeitwerte. Ich gehe auf die Registerkarte Start und hier beim Zahl klicke ich auf Formatierungspfeil. Klick. Und jetzt muss ich sagen, schau mal Computer, egal wie du das formatierst, ich will benutzerdefinierte Formatierung machen. Und jetzt um haha, das ist nicht logisch, das muss ich einfach wissen, mache ich, ich vergrößere es kurz, mache ich einen eckigen Klammer mit Alt-GR und eckigen Klammer beim Enter, mache ich es. Und diese Zeichen bewirken Folgendes. Die Zeit wird nach 23 Stunden, wird 24, 25, 26, 27 gemacht, wird gerechnet. Das ist das, was wir gemacht haben. Ich verkleine noch. Und ich würde behaupten, am Ende haben wir noch diese Werte markiert und vielleicht extra, vielleicht aus Versehen, haben wir auf bedingte Formatierung geklickt und zum Beispiel Datenbalken genommen. Und dann haben sie mir gesagt, aha, das ist so, es zeigt mir an, wie grafisch, wie lange Etappen sind. Da sehe ich ganz kurzen Balken, also ganz kurze Etappe, da sehe ich langen Balken, also lange Etappe. Das waren bedingte Formatierungen, Balken, und für Zeit nehme ich bedingte Formatierung Farbskala. Und jetzt nehme ich, dass die kürzeste Zeit grün sein sollte, unten grün, oben rot, also unten längste Fahrt rot. Sehen Sie? Und dann sehe ich, aha, da sind erholungsrichtige Erholungsstrecke und das wird stressig sein. Und das haben wir jetzt am Vormittag, glaube ich, gemacht. Boom. Sehen Sie, ich muss das nur jetzt